dieser Enkeltochter und was weiß ich. Na ja, 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 ja. Die Oma, die vor einer verschlossenen Türe steht, in der Schlüssel drin steht. Na ja, das haben wir ja alles. Okay, und das Telefon ist doch nur bei uns eine Notlösung, dass das hier ist. Darum rennen sie ja auch um. Das ja. Telefon ist mindestens erst da an der Ecke. Ne, da müssen sie hinlaufen, das ist nicht gleich. Also nicht das Telefon sehen. Und jetzt biete ich Ihnen ab. Frau Behrendt. Hallo. Ja. Sie denken immer noch zu lange nach. Sie hören auf zu suchen und nachzudenken. Ja, dann tippen Sie mal dahin. Und was ist denn? Nachher bin ich schlank und schön und gehe mit Willi durch die Burger. Und dann sagen die Leute, kiek mal, so eine schiene Frau und muss mit so einem ollen Kerl durch die Gegend schieben. Das ist doch ordentlich. Und nur schön gehen den Kühnlechner. Wann treffe ich den Mann denn schon mal? Ja, ja, Juli, ich komm ja schon. Ja, hallo, wer ist denn da? An welcher Tür soll ich denn klopfen? Mentale Vorbereitung kurz? Wir machen das. Ja, zum Fegen. Ruhe! Mach die Tür wieder zu! Ist die Polizei? Das kann ja jeder sagen. Lassen Sie die Hände auf den Tisch, nehmen Sie die Waffe an die Seite. Hierher? Wo soll ich die Waffe hinpacken? Die Hände vom Tisch. Das Spielzeug. Die Hände vom Tisch. Na, erst sollte ich so auf den Tisch und jetzt vom Tisch. Ihr wisst doch nicht, was ihr wollt. Gehen Sie mal auf. Gehen Sie mal rein hin. An der Wand? Ja, doch keine Hektik hier. Da ist eine Macht, Mann. Beide hin an der Wand. Wisst ihr, was ihr trunken, ganz harmlos? Einmal zurück mit den Füßen. Noch was? Noch ein Stück? Noch ein bisschen? Naja, das geht nicht so einfach. Ich hab da eine Operation. Ja, gut.